Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Wir befinden uns hier gerade im Ministerium der Mysterien, beim Orden der Mysterien. Gilt, glaube ich, beides. Und wir müssen jetzt erstmal Kryptos Bericht erstatten. Zum Reinkommen, ich mache mal die Lampe wieder an. Das sieht immer so doof aus. Ich nutze ja ganz gerne mal diese Intro-Frames für Thumbnail, aber wenn man immer das Pip-Boy-Licht hat, hat jedes Bild so einen Grünstich. Ne? War jetzt ein bisschen dunkel, aber egal. So, wo müssen wir denn jetzt bitte Kryptos Bericht erstatten? Es kann doch nicht sein, dass das hier so schwer ist. Wobei, stimmt, wir haben noch ein Stück von dem Terminal hier offen. Fällt mir gerade so ein. Dann lesen wir uns erstmal schön warm. Die vierte der Krankenstation. Hatten wir schon. Protokolle der Krankenstation. Haben wir runtergeladen und gehört sogar schon. Krankenakten. Fehler. Alle Krankenakten sind abgelaufen. Wenden Sie sich bitte an die Produktion, um Zugang zu archivierten Akten zu erhalten. Safe-Steuerung. Gut, den haben wir schon geknackt. Das war schon. War doch nichts mehr dabei. Okay. So, Kryptos. Mensch, wo bist du denn? Du Socke. Kann doch nicht sein, wo soll ich denn bitte Kryptos Bericht erstatten? Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass wir... Kann man hier leider nicht sehen, es gibt ja keine lokalen Karten, schade. In welchen Terminal muss ich das dann abgeben? Kann doch nicht sein, es wird wahrscheinlich der Hauptrechner sein. Wir müssen nur eine ganz spezielle Option aussuchen. Ach so, stimmt, genau, wir haben ihre Login-Daten. Vielleicht nehmen wir das einfach mal. Anmeldung Herrin Natascha Hunt. Sehr schön. Missionsauswahl. Gibt's da was? Nee. Da bleibt alles gleich. Missionsberichte. No. Datenbank abfragen. So, Standard-Datenbank-Anfragen sind von ihrem Rang und ihren falls vorhandenen aktiven Missionen abhängig. Für manuelle Einträge oder Hilfe mit diesem System wenden Sie sich bitte an Frederick Rivers. Fehler. Die Liste valider Anfragen für Benutzer Natascha Hunt konnte nicht abgerufen werden. Bitte wenden Sie sich an die Produktionsabteilung. Nö. Administrative Maßnahmen. Es stehen folgende Aktionen zur Verfügung. Als Mentoren registrieren? Ja, warum eigentlich nicht? Bitte wählen Sie eine noch nicht zugewiesene Anwärterin aus. None. Okay, kann man noch nicht machen. Beförderung autorisieren. So, wählen Sie die Beförderung aus, die Sie autorisieren wollen. Na, wir, also unseren ursprünglichen Eintrag. Unbekannter Nutzer, Novizin der Mysterien. Unbekannter Nutzer, sehr schön. Wählen Sie die Benutzerin aus, die Sie befördern wollen. Na, uns. Cool. So, Zugriff auf Benutzerdatenbank abgeschlossen. Erteile Beförderung abgeschlossen. Bitten Sie die ausgewählte Benutzerin, sich anzumelden und ihre Beförderung zu bestätigen. Machen wir direkt. Die anderen lassen wir mal. So wie sie sind. Zugang autorisieren. Wählen Sie die Zugangsart, die Sie autorisieren wollen. Zugang autorisieren. Büro der Oberen. Geht das? Haben wir das hinbekommen? Für uns... Unbekannter Nutzer. So, Fehler. Zugang zum Büro der Oberen kann nur folgenden Benutzern gewährt werden. Oberen Shannon Rivers, Techniker, Herrin der Novizen. Okay, also müssen wir warten, bis wir von denen dann die Benutzerdaten haben. Alles klar. Wer war das nochmal? Also komplett alle Rivers. Und dann nochmal Frederick River. Da ist auch ein River, okay. Yves Dauvier. Ist davon einer hier in der Liste dabei? Rivers? Nee. Die Eve ist auch nicht am Start. Okay, dann kriegen wir eventuell einfach dann später die Zugangsdaten vom Chef, der Chefin, den Techniker und so weiter. Oder und so weiter. Ja, genau. Cool. So, wir locken uns neu ein. Zurück. Unbekannter Benutzer.
Du hast den Titel Novize der Mysterien erhalten. Als Novizin trainierst du weiterhin mit deiner Mentorin und der Herrin der Novizinnen, um Fertigkeiten, Taktiken und Kampftechniken in Herren der Mysterien zu meistern. Hersteller zur Ausgabe berechtigt. Gewand der Mysterien. Oh cool, wir kriegen ein Gewand. Yay! Ausgabe von Novizin Rang Holoban abgeschlossen. Bitte hör dir die Nachricht der Oberen an. Machen wir. Fortfahren. Yay! Was? So viele Missionen? Kurz abwarten. Okay, hole das Gewand der Mysterien. Und hör dir das Novizinnen-Holoband an. Machen wir. Machen wir direkt. Aber erst holen wir uns das Gewand. Ich hoffe, das ist was Cooles. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Anwärter der Mysterien. Oder Anwärterin. Sind ja alles Damen hier. Aber das macht uns nichts. Das ist nicht schlimm. Das macht diese Gruppierung nicht weniger interessant. Oh, Entschuldigung. Mute-Taste hat geklemmt. Verdammt. mein Fehler. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wie viel Schuss ich noch habe. 50er, 54 Patronen. Ist nicht mehr viel, deswegen neue Patronen produzieren. Munition. 50er. Yay. Das hat sich sowas von gelohnt. Einer der wichtigsten Tipps, die ich von euch bekommen habe, den 50er Verschluss auf mein Scharfschützengewehr zu montieren. Ansonsten, wie sieht's eigentlich aus mit unseren anderen Knarren? 300, 300, 400. Okay, alles klar. Wir haben genug, außer für die Minigun. Da können wir ja mal ein bisschen produzieren. Hat mir eigentlich gefallen, muss ich sagen. Das ist so, wirklich, wenn es dann mal so ein bisschen drunter und drüber geht, kann man sich echt gerne an die Minigun wenden. Die ist schon voll in Ordnung. Munition. 5 mm. Cool. So, dann wollen wir mal basteln. Herstellungsdienst. Gewand der Mysterien. Dun. Wow. Was ist denn das für ein 3D-Drucker, bitte? Gewand der Mysterien. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Ding aussieht. Ich stelle mich schon mal ins Licht, wobei wir standen ja ganz gut im Licht. Gewand der Mysterien. Was sieht er denn da bitte aus? Mein Plünderer-Outfit. Verdammt, und mein Raiderleder hat er auch ausgezogen. Und alle Rüstungsteile. Ach du Warte mal. Wir haben noch kein Thumbnail für die Folge, glaube ich, weil das war wohl ein bisschen dunkel. So, vor die Computer, damit wir was Schönes im Hintergrund haben. Nee, es ist einfach so absurd. Ich brauche besseres Licht. Irgendwas, was mich anstrahlt. Hier? Ja, das ist schon besser. Dann haben wir halt eben einen dunklen Hintergrund. Ich komme aber nicht runter mit der Kamera. Doch so, warte. Oh Mann. Was ist nur aus dir geworden? Was muss passieren, damit ein Mann so wird? So, okay, alles klar. Egal, aber ich lasse es natürlich nicht an. Ich möchte bitte wieder zurück in mein Plünderer-Outfit. War noch richtig, ne? Die Jacke, genau. Ich wollte die Jacke und die Stiefel wollte ich haben. Und dann müssen wir natürlich auch hier wieder unser Raiderleder anziehen. Drunter als Unterhose, damit uns nicht so kalt wird. Naja, als Body halt, ne? Was haben wir hier noch? Oh, cool. Auto-Stim behandelt. Eine Sekunde bitte. Auto-Stim behandelt, Lederrüstung, linkes Bein, verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit bei 25% oder weniger liegt. Das ist ziemlich praktisch. Aber keine Taschen. Aber eigentlich bessere Rüstung auf jeden Fall. Um einiges solider als meine anderen Rüstungsteile, vielleicht soll ich das mal nehmen. Das war jetzt, ich sehe es immer nicht, das ist immer ein bisschen doof. Ich sehe jetzt nicht gerade, wo es blinkt. Das stand doch da, ne? Linker Arm, alles klar. Linker Arm. Das ist das auch linker Arm. Problemlöser. Minus 15% Schaden durch Roboter. Das ist mir zu spezifisch. Verticken wir das Teil. Verticken wir. Ballsteller, linkes Bein ist in Ordnung. Oh, wir haben hier noch was. Getarnt. Nee, getarnt ist mir lieber.
Dann das Getarnte bitte aufs linke Bein. Rechter Arm, rechtes Bein und wie gewahrt. Kaputte Gegenstände können erst nach... Oh, na toll. Können wir das Ding mittlerweile wieder reparieren vielleicht? Ach, linker Arm, sag ich doch. Ist doch alles cool, warum zieht er das nicht an? Achso, weil... Das ist linkes Bein. Das eine ist doch linkes Arm, linker Arm. Ne, beides linkes Bein. Ach Mensch, Leo. Ah, was ist mir wichtiger? Eigentlich getarnt, muss ich sagen. Getarnt ist mir wirklich wichtiger. Als schleichender Scharfschütze. Jetzt brauchen wir noch was für den linken Arm. Aber da haben wir gerade nichts. Doch, hier. Das Dingeling. Okay. Okay. Können wir Wegewart reparieren? Hier ist doch eine schöne Rüstungswerkbank. Können wir mittlerweile Wegewart reparieren? Das wäre ganz nett. Immer noch nicht. Ballistische Fasern. Ich weiß, wo es welche gibt. Hundertprozentig. Camp McClintock. Diese Munitionstaschen haben ballistische Fasern. Hundertprozentig. Aber jetzt extra dafür dahin? Nee, das heben wir uns einfach auf. Ja, wir dürfen uns halt nicht so oft treffen lassen. Das ist dann, glaube ich, jetzt erstmal sehr wichtig. Wie dem auch sei. Hör dir das Novizen-Holoban an. Los geht's. Novizen-Holoband. Und der Mysterien-Novizen-Holoband, richtig? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Tut mir leid, dass ich heute nicht bei dir sein kann, aber die anderen Mädchen können bestimmt deine Schwüre mit dir durchgehen. In letzter Zeit war es ziemlich schwierig für uns. In 8 Jahren hatten wir nur ein Mitglied unserer Familie verloren. In den letzten 3 Monaten waren es 7. Alle durch Raider-Hinterhalte. Ich habe Eve gebeten, unser Trainingsprogramm zu beschleunigen. Falls es zum Schlimmsten kommt, müssen alle bereit sein. Um ein Vollmitglied des Ordens zu werden, musst du die Werkzeuge der Herren der Mysterien beherrschen. Schwert, Schüsse und Schatten. Arbeite mit Eve und deiner Mentorin. Wenn die Zeit gekommen ist, dich zu beweisen, hat Kryptos alle Einzelheiten. Okay, sehr gut. Dankeschön. Oh, cool. Wir können unseren Rucksack upgraden auf Stufe 40. Stimmt, das habt ihr immer auch in die Kommentare geschrieben. Ist immer mit. Da sind immer wichtige Sachen mit drin. Dann bauen wir den natürlich. Wir haben alles am Start hier, haben wir, ne? Können wir den anderen jetzt nämlich austauschen. Plus 10 Tragekapazität, endlich. Finally. So, wo haben wir den denn? Stufe 40. Stufe 30 können wir dann zerlegen. Gegenstände verwerten. Kleidung. Finger weg, Rucksack. Schön. Tragekapazität 50, wunderbar. Bis 60 geht das, ne? Habt ihr mir geschrieben, bis 60? Also bis Stufe 50 quasi. Mal gucken, können wir noch irgendwas Cooles machen? Eventuell irgendwas modifizieren, was wir sowieso gerade dabei haben. Da können wir nichts machen, ne? Ich trage das einfach nur, weil wir, naja, einfach noch mehr dann tragen. Auch wenn es gar nichts bringt. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn wir Raider-Leder drunter tragen. Hier haben wir keine Mod, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Muss ich mir mal vornehmen. Da muss ich ein bisschen recherchieren, wie man das schneller alles erledigen kann. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, noch mehr Tragekapazität zu haben. Aber das heißt halt, was war das? Nicht Kaulquappen, sondern Opossum, ne? Genau, wir brauchen da Opossum-Badges ohne Ende. Das wird uns dann wieder lange begleiten. Aber es war eigentlich ganz cool, so ein bisschen nach, hin und wieder mal so ein bisschen nach striktem Plan zu spielen. Das Ding haben wir jetzt gerade nicht an. Das haben wir an. Da ist nichts weiter, ne? Umgürtet ist das Stärkste, was wir gerade haben. Würde ich ja austauschen, aber ist halt legendär. Das tragen wir gerade nicht. Können wir eigentlich im Prinzip auch... Können wir im Prinzip auch zerlegen. Oh, getan! Das Ding ist aber cool. Taschen haben wir schon dran, ne? Ultraleichtbau könnten wir auch, glaube ich, ranbauen. Weiß ich gar nicht, ob wir gerade Rüstmaster 3 haben. Aber... Puh. Aber es bringt sowieso nicht mehr, ne? Das würde nur
Kapazitätserleichterung um von 2 Attrib- also 2 Punkten bringen. Und Tragekapazität wird hier um 5 erhöht. Naja, gut. Nicht wirklich um 5, sondern um 3, weil, weil das Ding halt 2 schwerer ist als das andere. Aber es bringt schon mehr Taschen zu nehmen. Da müssen wir uns da irgendwann mal Blueprints für kaufen. Das ist gekocht, das könnten wir noch umgürten. Sehr schön. Aber auch nur Stufe 30, ne? Aber ich habe zu wenig, um jetzt was Neues zu bauen. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, dass es nicht optimal ist. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte jetzt halt noch Lederrüstung rechte Arm neu bauen, aber ich weiß nicht, ob die Ressourcen reichen. Und es wäre auch irgendwie jetzt gerade Verschwendung. Vernietet, sehr schön, Taschen, keine Lackierung. Und Wegewarte können wir gar nichts machen, ne? Nö, können wir gar nichts machen. Erstmal irgendwann reparieren, wenn wir ballistische Fasern haben. Und plus 1 Wahrnehmung ist halt nicht verkehrt, weil wir halt immer Standard dauerhaft minus 2 Wahrnehmung haben durch unsere Gasmaske. Nee, dann ist ja gut. Dann ist gut, dann zerlege ich jetzt schnell noch das Fallenstellerteil. Weil das stört mich sonst im Inventar. Und alles andere kann so bleiben, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. So, was sollen wir denn jetzt machen? Verdiene dir das Phantomgerät, verdiene dir das Schwert von Bastet, verdiene dir die Stimme von Zed. Oh, hallo, na? Hi. So, alles hier, ne? Das sind unsere Missionen wahrscheinlich, unsere nächsten. Unbekannter Benutzer. Missionsauswahl. Ah, das Phantomgerät. Fangen wir an. Bitte entnehmen Sie Ihre Anweisung der Missionsbeschreibung. Das Phantomgerät. Höre dir das Holoband des Phantomgeräts an. Machen wir. Ist gebongt. Jagd auf Schatten. Vielleicht können wir das auch alles gleichzeitig machen. Mal gucken. Vielleicht können wir die andere Mission auch auf aktiv schalten. So, Schwert von Bastet. Und die Stimme von Zed. Okay, wir können zumindest, wir haben alle 3 Holobände haben wir zumindest bekommen. Ich glaube, die können wir, Pi mal Daumen, können wir die alle gleichzeitig oder zumindest zeitnah, wenn wir dann draußen sind, abarbeiten. Holos. Horn der Mysterien, das Phantomgerät. War in erster Linie eine Meisterin des Schleichens, der List und der Infiltration. Dein eigenes Talent und Training sind von äußerster Wichtigkeit, aber es gab Situationen, in denen selbst die Herren Hilfe brauchte. Das Phantomgerät, halb Rauchbombe, halb Tarnfeld, stiftete bei ihren Feinden Verwirrung, während sie die waghalsigsten Fluchten hinlegte. Frederick hat eine Möglichkeit gefunden, ein echtes Phantomgerät zu bauen. Dafür werden jedoch 2 Komponenten benötigt, die uns gerade fehlen. Durchsuche Kryptos nach Hinweisen zu Stealth Boys und Hallucinogen Gas. Nutze dein Training, um die Ziele zu infiltrieren und die Gegenstände an dich zu nehmen. Bring sie danach zur Produktionsanlage. Viel Glück, Liebes, und sei vorsichtig. Okay, durchsuche Kryptos nach Komponenten für das Phantomgerät. Machen wir doch. Unbekannter Benutzer. Datenbank. Anfragen. Wahrscheinlich. Komponenten für das Phantomgerät. Karte aktualisiert. Zugriff auf Datenbank abgeschlossen. Standardanfrage. Komponenten für das Phantomgerät. Durchsuche Datenbank nach Stealth Boy abgeschlossen. Laut Missionsprotokoll 822 könnte sich ein Stealth Boy im Besitz der Raider im nördlichen Cutthroat Lager befinden. Durchsuche Datenbank nach Halluzinogengas abgeschlossen. Umsatzangaben aus der Vorkriegszeit legen nahe, dass sich Halluzinogengas im Garahan Mining Hauptfirmensitz finden lässt. Bitte beschaffen Sie die Komponenten und bringen Sie sie zur weiteren Verarbeitung in die Produktionsanlage. Okay, machen wir. Ist gebongt. Ich glaube, einen Stealth Boy haben wir schon. Deswegen schreibt er uns jetzt hier nur oben hin. Halluzinogengas. Richtig. Ein Stealth Boy unter Hilfsmitteln haben wir doch schon da, ne? Yay! Super. Cool, da brauchen wir nur noch das Gas. Auf. Meine Freunde, auf. Ach so, ja. Wir haben jetzt schon wieder nicht
Oh, warte mal, vielleicht kann ich mich auch hier raus schnell beamen. Wo war denn das nochmal? Wo war denn jetzt bitte? Wo war denn jetzt bitte? Da unten ist das. Ach, Jemine. Waren wir da schon mal? Doch, waren wir schon mal. Na klar, wir waren da auf Todd Grubenhauer Jagd. Waren wir da wegen dem schwarzen Titan. Ich erinnere mich. Wobei, ich glaube, in den Dingern waren wir noch nie wirklich drin, in den Türmen. Also Garrett und Mining haben wir schon auseinandergenommen, aber die Türme weiß ich nicht hundertprozentig. Mal gucken, wir reisen erstmal rüber. Top, die Wette gilt. Und ein Glück, wir können uns hier raus schnell reisen. Cool. Ich erinnere mich, irgendwer hat mir das auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Deswegen bin ich auch nur gerade auf den Gedanken gekommen. Ja, Mensch. Gut, sehr schön. Dann werden wir uns das Halluzinogengas beschaffen, aber auch erst in der nächsten Folge, meine werten Ödländer, denn das war's für heute mit Fallout 76. Mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich habe gerade gehofft, dass die Ladezeit ein wenig kürzer ist, damit ich jetzt hier noch episch in den Abschiedsscreen gehen kann. Ja, wenn euch die Folge auch gefolgt hat und vor allem gefallen hat, dann würde ich mich natürlich am meisten freuen, wenn ihr mir einen verstrahlten Daumen nach oben geben würdet. Und am allermeisten natürlich, wenn ihr mir beim nächsten Mal wieder über die Schulter gucken würdet. Bei diesem wunderbaren Spiel. Da, sehr schön. Abschiedsscreen, wunderbar. Ja, ansonsten, wieder schauen, reingehauen. Der Leone, bis dann, tschüss.